Hallo, ich heiße Pia. Und ich bin Nenja, wir kommen aus Bielefeld und haben am letzten Geschichtswettbewerb zum Thema Skandale in der Geschichte teilgenommen. In unserer Arbeit haben wir zum Skandal um die Namensgebung der Kunsthalle Bielefeld geforscht und haben uns intensiv mit der NS-Zeit in Bielefeld und der 68er-Bewegung hier auseinandergesetzt. Dafür haben wir viel im Stadtarchiv gearbeitet und über diese Archivarbeit wollen wir euch jetzt etwas erzählen. Wir gehen davon aus, dass ihr euer Thema schon längst gefunden habt und vielleicht auch schon einen Fragenkatalog dazu erstellt habt. Zusätzlich würden wir euch den Tipp geben, dass ihr eine Stichwortliste macht mit prägnanten Suchbegriffen. Die könnt ihr dann im Stadtarchiv benutzen, um in Stichwortlisten oder Bestandskatalogen nach Quellen zu suchen. Das ist meistens recht hilfreich. Außerdem gibt es vielleicht schon Ausarbeitungen zu eurem Thema oder zu Teilbereichen eures Themas und dann könnt ihr einfach gucken, welche Quellen da verwandt wurden. Und dementsprechend euch an diesen Quellen orientieren. Genau. Im Internet müsst ihr dann euch die Standortnummern notieren, die euch dann so einen Stichwortkatalog eures Archivs herauswirft. Wir haben außerdem einen Termin mit einem Archivar vereinbart und mit ihm das Thema, den Fragenkatalog besprochen und dementsprechend dann auch nach Quellen suchen können. Ja, insgesamt solltet ihr euch immer ruhig trauen, nach Hilfe zu fragen. Wir hatten damals echt zum Beispiel Probleme mit so einem Zeitungslesegerät, haben sowas noch nie zuvor gesehen. Tatsächlich sind wir am Schluss mehrmals zu der Archivarin gegangen, weil wir es einfach nicht gecheckt haben, wie es funktioniert. Und das war auch überhaupt gar kein Problem. Also fragt lieber öfters nach, bevor irgendwas von historischem wertvollem Material kaputt geht oder so. Ihr solltet natürlich auf die Öffnungszeiten des Archivs achten, aber vor allem auch auf Aushebezeiten. Manche Akten zum Beispiel und Dokumente kann man dann sowieso nur zu bestimmten Zeiten in der Bibliothek im Archiv einsehen und die müssen vorher aus dem Archiv ausgehoben werden. Außerdem solltet ihr darauf achten, dass man auch nicht alle Bücher ausleihen kann, eben besonders kostbare Werke zum Beispiel. Die müssen dann vor Ort im Archiv durchgearbeitet werden. Dazu gibt es meist extra Lesesäle zum Beispiel auch. Und manchmal darf man gewisse Bücher noch nicht einmal kopieren, dann müsst ihr sogar Abschriften davon anfertigen. Deswegen denkt auch daran, wenn ihr ins Stadtarchiv geht, nehmt euch genügend Zeit dafür. Es gibt natürlich aber auch Kopiergeräte, dafür solltet ihr dann Geld dabei haben. Und unser persönlicher Tipp, wir haben ganz viel abfotografiert. Also wenn ihr eine Kamera mit einer guten Makrofunktion habt, mitnehmen und einfach die Dokumente fotografieren. Wenn ihr dann einen Haufen an Sekundärliteratur vorliegen habt, arbeitet erst einmal das Inhaltsverzeichnis durch, damit ihr wirklich nur die Kapitel durcharbeitet, die tatsächlich wichtig für eure Arbeit sind und nicht ganze Bücher wälzt. Generell solltet ihr euch nicht von der Menge der Quellen abschrecken lassen. Wir haben zum Beispiel zu der 68er-Zeit in Bielefeld enorm viele Quellen gehabt, aber man muss einfach irgendwann die Archivarbeit beenden und mit der eigentlichen Arbeit anfangen. Also wie gesagt, nicht abschrecken lassen, ihr schafft das schon. Ansonsten zum Schluss nochmal der Tipp, fragt wirklich immer nach Hilfe. Wenn es darum geht, dass ihr nicht wo ein Buch steht, was ihr schon ewig sucht, wenn es darum geht, dass ihr alte Dokumente nicht entziffern könnt, weil irgendwas noch sogar auf Südhalin geschrieben ist. Wie gesagt, wenn ihr Probleme habt mit dem Zeitungslesegerät oder irgendwelchen anderen Sachen, immer nachfragen. Die Leute helfen euch mit Sicherheit immer gern. Und habt am besten immer ein 1-Euro-Stück und ein 2-Euro-Stück dabei, weil ihr meistens eure Sachen einschließen müsst, wenn ihr ins Archiv wollt. Wir wünschen euch noch ganz viel Glück und Erfolg für eure Arbeit. Hoffentlich klappt alles sehr gut. Und natürlich viel Spaß auch. Tschüss! Ciao.